Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Trains in World 4, der Denis spielt das. Wir befinden uns hier auf der Tarantarampe nahe dem Sächsischen Eisenbahnmuseum, was sich dort hinter befindet. Ich habe versucht, hier die aus dem BW zu starten. Das ist leider nicht möglich, dann kommen wir nicht auf die Hauptstrecke. Uns hat heute ein Notruf erreicht. Wir müssen eine defekte Lok aus dem Chemnitzer Bahnhof abschleppen mit der BR218 und damit der IC auch weiter kann und die Fahrgäste nicht allzu lange warten müssen, schleppen wir auch noch eine 101-Expert mit bei dem wunderschönen IC-Log, wie man ich schön anmerken möchte. Und das ist heute unsere Aufgabe. Wir müssen jetzt, wie gesagt, in den Chemnitzer Bahnhof einfahren und uns dort dann ja, die Lok rausholen und den IC, die 101 an den IC hängen. Wunderschön, wunderschön. Ja. Barcelona bitte um 2:30 runter. Wunderschön, wunderschön. So, 3,4 Kilometer bis zum Bahnhof, beziehungsweise zu der Stelle. Müssen wir gleich noch kurz die 101 abkoppeln, damit wir dann auch die andere 101 da wegziehen können. Ich weiß. Aber Zugsicherungssysteme müssen ja an. Ist ja nichts. Ja, ist okay. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. So, 45. Hier auf dem Gegengleis. So. Bin ich mal gespannt, wie das gleich klappt. Ich hoffe, das funktioniert.
So, gleich 80. So, muss man gleich mal schauen, dass wir die 101 eben irgendwie an die Seite drücken. Ach, Scheiße. Warum haben wir denn jetzt den 500er? Warum ist da eigentlich rot? Wir haben doch grün. Ich raff hier gar nichts mehr. Der war aber ziemlich früh, der 500er. Ist halt noch über einen Kilometer bis zum roten Signal. Ich verstehe das nicht. So, das müssen wir gleich mal schauen. So, Zugsicherungssysteme jetzt aus. So, jetzt bleiben wir da vorne stehen, schieben die 101 hier links auf das Gleis, fahren dann mit der 218 an die 101 ran, ziehen die raus und fahren dann mit der 101 an den IC ran. Das müsste eigentlich passen. Wir sind hier. Jetzt sollen wir den da reinschieben, genau. Das heißt, Route setzen. Hier rein, das reicht ja schon. Genau. Sehr schön. So, das heißt, wir lösen die Bremse. Zack. Dann müsste das jetzt eigentlich funktionieren.
Es funktioniert. Es funktioniert. Es funktioniert. Sehr, sehr schön. So weit brauchen wir ja gar nicht fahren. Muss ja nur aus dem Weg stehen. Das reicht doch schon. Das reicht doch schon. Das reicht doch schon. So, koppeln wir das Ganze ab. Zack. So, dann gehen auf vorwärts. So. Fahren wir jetzt an die andere 101. Schleppen die hier raus. Dann fahren wir mit der anderen 101 daran. Genau. Ach, perfekt. Auch ein sehr schönes Repaint, wie ich finde. Nett hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Oder glatt ein Foto von, würde ich sagen. So. Dann koppeln wir das Ganze an. So, dann wechseln wir einmal den Führerstand. Ach, den müssen wir mitnehmen. Haha, sonst funktioniert es nicht. Alles klar, das wusste ich jetzt nicht. Dann machen wir das. So. Moment, machen wir rot vor uns hier irgendwie. Oh ja. Wobei. Müssen wir mal hier. Gute Sätze, sonst kommen wir nicht weit. Genau. Zumindest mal bis hier vorne. Das ist kein gültiger Ort. Ich drehe ab, ey. Vielleicht bis hierhin. Ja. Ja, das dürfen wir auch. Das wäre nämlich jetzt nicht gut gewesen, wenn wir gefahren wären.
So. Machen das anders. Wir fahren den direkt ins BW. Genau. Wir fahren den direkt ins BW. Das irgendwie geht. Kommen wir denn an? Wir kommen hier an. Aber funktionieren die Bremsen gar nicht? Hä, was ist das denn? Wir haben Rot. Dann mal grün. Ich verstehe das nicht. So, auf geht's. So, dann fahren wir den jetzt eben da hinten hin. Ins BW kommen wir ja leider nicht. Warum auch immer. So, schaffen wir erstmal die Lok weg. Wir gehen wissen, wie wir da hinkommen. So irgendwie gehen. Muss doch irgendwie möglich sein, dass wir ins BW fahren. Ist jetzt aber eher schwierig.
Gut, da müssen wir die gleich so verschwinden lassen. Wenn es leider nicht ins BW geht, streckencharakteristisch ist das wohl irgendwie nicht möglich hier. So, dann halten wir hier mal. So, dann entfernen wir die beiden mal. Zack, na komm. Chemnitz. Zack. So, irgendwie waren wir hier. Naja, egal. So, jetzt müssen wir den IC da noch, unsere Lok an den IC bringen. Laufen wir mal frecherweise über die Gleise. Hier auch. So, Route legen.
Wunderbar, wunderschön. Stimmt, sicher. Bei den Experten muss man, ist das ja schon von vornherein eingeschaltet. Da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Sehr schön, sehr, sehr schön. So. Normalerweise macht man jetzt den Strom halt immer runter und solche Sachen, aber egal, wobei, das können wir eigentlich auch machen, wenn schon. Wenn schon machen wir das richtig. Wenn schon machen wir das richtig, so. So. So, zack. Können wir keine Zugdaten eingeben? Müsste normalerweise auf der anderen Seite auch sein, oder nicht? Nee. Okay, machen wir das da hinten. Gut, dann haben wir das soweit. Zack. So. Türen sind geöffnet. Sehr schön. Können wir jetzt eine Route legen. Ist zwar Verkälterung, aber sehen wir da jetzt mal drüber weg.
Okay, wir nehmen jetzt keine Route. Ich weiß warum. Na egal, das kriegen wir jetzt nicht mehr gefixt, glaube ich. Das kriegen wir jetzt nicht mehr gefixt. Wir haben die 218, da haben wir die Route nicht entfernt. Das war das Problem. Na, auf jeden Fall, so könnte es auf jeden Fall jetzt weitergehen. Die Fahrt dann bis nach Dresden, die sehen wir dann in einem der nächsten Videos. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende, einen wunderschönen Samstag. Passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit. Euer Dedenny Spieters, haut rein. Ciao, servus. Und tschüss.